1463 das neu ausgibt? Nee, okay. Das geht nicht. Okay, dann würde ich mal mit meinem Vortrag anfangen, um mal ein bisschen was zur Geschichte zu sagen. Ich bin jetzt zum vierten Mal auf der Foskis und als ich so meinen ersten Vortrag gehalten habe, da hatte OpenStreetMap war da noch sehr klein und hatte mit Wikipedia eigentlich nichts zu tun. Und jetzt merkt man halt eben immer mehr, dass es mehr Verknüpfungspunkte gibt und auch verschiedenste Projekte entstehen, das zu verbinden. Und mein Vortrag wird am Anfang halt eben sich um die Geodaten in der Wikipedia handeln und darauf folgen dann halt eben, was mittlerweile durch die Kooperation mit OpenStreetMap da entstanden ist. Um es vorneweg zu sagen, der Deutsche Wikimedia Verein hat dann irgendwann mal vor 2 Jahren einen Server bereitgestellt, auf dem OpenStreetMap-Geschichten laufen können. Einfach mit dem Hauptziel, eine OpenStreetMap-Karte in die Wikipedia reinzubekommen und damit auch die Artikel zu bereichern. Andererseits auch ein gewisses Spielfeld zu haben, um entsprechend zu experimentieren und Möglichkeiten zu finden, wie man das noch weiter ausbauen kann. Okay, dann werde ich mal loslegen. Um mal kurz zu beschreiben, was wir so in der Wikipedia mit Geodaten machen, gibt es halt eben neben anderen Sachen, dass wir alte Karten einscannen oder dass wir entsprechend eine eigene Kartenwerkstatt haben, in der manuell semi-automatisch Karten gezeichnet werden. Ist halt eben die Hauptanwendung, dass wir Geokoordinaten sammeln, also zu entsprechenden Artikeln entsprechende Punkte festlegen. Und da gibt es eine bestimmte Vorlage und da trägt man das ein. Und als Ergebnis bekommt man raus, man hat einen Artikel und rechts oben in der Ecke hat man so eine Koordinatenliste oder die Koordinaten einfach von dem Objekt. Und wenn der Nutzer draufklickt, so war es dann immer so, dass er zu einem sogenannten Geohack kam. Und das Skript diente dazu, einen an verschiedenste Webservices weiterzuleiten. Und da gibt es mittlerweile eine Erweiterung, das ist bei dem Geohack halt eben bei den Listen, da OpenStreetMap an erster Stelle steht und nicht nur mit einer Karte, sondern wenn man dann weiterklickt, kommt man zu einem Unterskript und das versucht einem verschiedenste OpenStreetMap-Karten aufzulisten und dass man da halt eben gleich an den richtigen Punkt in der Karte kommt. Ja. Wie sich das Ganze so geschichtlich entwickelt hat, halt eben seit 2005 wurde das begonnen und dann auch relativ zeitnah wurde begonnen, auch diese Koordinaten auszulesen, um zu sehen, ob man die auch weiterverwenden kann auf anderen Karten und dergleichen. Und wenn man jetzt so verschiedene, also ich glaube 42 Sprachen werden extrahiert von den 270, die es so gibt, kommt man irgendwo auf 1,5 Millionen unterschiedliche Koordinaten und Objekte. Wenn man sich diese Punkte dann mal auf der Weltkarte darstellt, sieht man halt eben auch schön, wie es verteilt ist. Nicht ganz gleichmäßig, aber so. Und was wir dann praktisch daraus gewonnen haben, in der Vergangenheit vor allen Dingen gab es erstmal so eine Einbindung in Google Earth, um dann einen eigenen Layer zu haben und gleich dann von der Karte zu sehen, welche Artikel gibt es in der Nähe und dahin zu springen. Eine andere Anwendung war dann dieser Wikimini-Atlas, oder ist es immer noch? Das ist, wenn man hier auf diese kleine Weltkugel geht, wird die halt eben aktiviert. Man kommt einfach nicht von den Zoom-Leveln so weit ran, und dass man in Städten oder sowas detaillierte Informationen bekäme. Aber um einen Überblick über ein Land zu bekommen, ist das schon ganz okay. Was ist dann, da wird es morgen meines Wissens einen Vortrag drüber geben. Also in KDE Marvel wurde das mit übernommen, die Daten, dass man da eine Information bekommt und auch einen entsprechenden Link dann in die Richtung zu dem Artikel. Und was dann später irgendwann mal kam, dass halt eben auch Google sich wieder die Koordinaten genommen hat und selber mit eingebaut hat. Ja. Okay. Das ist noch eine Anwendung, die relativ
hip war, als er rauskam und auch so ganz nett ist. Also wenn man schon GPS dabei hat und alle möglichen Kompass-Sensoriken und Beschleunigungssensoriken, gibt es halt eben mobile Geräte, die wissen, wo sie sind und in welche Richtung sie gehalten werden mit ihrer Kamera und dementsprechend in Echtzeit zeigen können, welche interessanten Objekte sich da befinden und worum es sich da handelt. Ja. Okay. Jetzt zu meinem eigentlichen Hauptthema des Vortrages ist, wie sich das Ganze so weiterentwickeln soll in Richtung mit der Kooperation mit OpenStreetMap. Ich hatte schon gesagt, da wurde halt eben ein Server bereitgestellt, damit man möglichst angepasste Karten für die Wikipedia-Inhalte, für die Artikel bekommt. Und als weiteres Ziel, dass man vielleicht auch mal neue Wege findet, also nicht nur diese Punktkoordinaten sammelt, sondern auch komplexere Objekte darstellen kann oder die Objekte, die man beschreibt, auch detaillierter darstellen kann. Was wir auf dem Server dann aufgesetzt haben, ist ein OSM to BGSQL, entsprechend ein PostGIS mit einem HStore. Darauf läuft dann entsprechend ein Mapnik und verschiedenste OpenLayers-Anwendungen. Dazu gibt es dann entsprechend zwei Links. Den oberen, da findet man dann Karten in verschiedenen Sprachen, das werde ich gleich nochmal zeigen. Und dann gibt es unter Styles alle möglichen Karten, die mittlerweile auf diesem Tool-Server gerendert werden. Die werde ich nochmal im Detail vorstellen. Also, das ist halt eben ein Thema, was die Wikipedia ganz besonders trifft, dass man mehrsprachig ist. Und hier hat man jetzt halt eben mal eine Weltkarte auf Chinesisch und wir haben das durchrendern lassen in 273 Sprachen, zumindest erstmal von Zoom Level 0 bis 6. Wenn man jetzt weiter reingehen würde oder das, dann wird es halt eben auch mit der Hardware und sowas ein bisschen problematisch mit der Performance dann. Ja. Und neben diesen mehrsprachigen Karten gibt es halt eben verschiedenste Styles, die auf dem Tool-Server laufen. Das ist die Hike-and-Bike-Map, auch mit Hill-Shading, was wir auch für andere Karten durchaus mit anbieten, würde ich sagen. Und da sind halt eben auch die Wanderwege entsprechend markiert und dergleichen. Was noch läuft, ist, glaube ich, einfach nur mal aus einem technischen Versuch heraus entstanden, ob man mal schnell sowas rendern kann, also Überwachungskameras in der Stadt. Und ja, im Hintergrund hier bei ein anderer Style, also nicht der Standardstil. Dann entsprechend, ging letztes Jahr dann auch ein bisschen durch die Presse, als es in Bayern diesen Volksentscheid gab. Wir sind einfach in Dresden mal Kneipen, Restaurants eingezeichnet und in den roten wird geraucht und in den grünen nicht und bei den blauen weiß man es nicht so weit. Und hier nochmal etwas, eine schwarz-weiß Hintergrundkarte, die ja auch schon mal im vorherigen Vortrag angesprochen wurde und drüber gelegt entsprechend die Powerlines, also die Strommasten und Linien und die Kraftwerke dazu. Und dann nochmal sowas für Radfahrer entsprechend, wo und wo lieber nicht Rad zu fahren wäre. Jetzt, auch wenn mir das nicht sonderlich geschickt vorkommt, da so dicke Linie zu verwenden. Ja, gut. Das erstmal so zu dem, was man so in der Breite angeboten hat. Also da konnten sich einfach Entwickler melden, auf dem Tool-Server Account bekommen und entsprechend ihren Stil, den sie gerne hätten, mal umsetzen und auch anbieten. Aber unser Kernziel war einfach, diese Karten in die Wikipedia reinzubekommen. Und das ist dann damit gelaufen. Oben ist auch mal die Hilfeseite oder Beschreibungsseite dazu angeboten worden. Also man ist im Artikel drin, hier für die Straße unter den Linden. Und hat jetzt neu rechts hinter der Koordinate so einen kleinen Link, der nennt sich Karte. Da wird dynamisch reingeladen und dann öffnet sich im Artikel einfach die OSM-Karte. Das ist also nur noch ein Klick so weit entfernt. Und wir nutzen es hauptsächlich dazu, entsprechend die Wikipedia-Artikel dann in der Karte noch mit anzeigen zu können. Und
darüber die Artikel miteinander zu verbinden. Ja, man hat aber durchaus auch noch ein paar mehr Optionen. Man kann auf der linken Seite zum Beispiel die Sprache umstellen in verschiedenste Sprachversionen und hat auf der rechten Seite, wo dieses kleine Plus ist, entsprechende Möglichkeiten, begrenzt nochmal Layer zu ändern oder das Hill-Shading einzuschalten, wenn man dann doch mit dem Rad unterwegs ist oder sowas einem das besonders interessiert. Und man hat auch die Möglichkeit, wenn einem die Wikipedia-Links zu viel sind, man gar nicht mehr die Karte erkennt, die dort einfach auszuschalten als Wikipedia-World-Overlay. Ja. Und man hat noch so ein kleinen Gimmick, das nennt sich Miniaturbilder. Wenn man die anklickt und aktiviert das Häkchen da, bekommt man sowas. Da wird ein zufälliges Bild aus dem Artikel rausgenommen und entsprechend mal zur Anzeige gebracht. Sieht die Welt ein bisschen bunter aus, könnte man sagen. Ja. Okay. Und als es dann so stand, war natürlich von vornherein eigentlich schon das Ziel, dass es in verschiedenen Sprachversionen läuft, dass das jetzt nicht nur reinweg für die deutsche Wikipedia aktiviert wird, wobei die Verantwortung, ob das aktiviert werden soll oder nicht, entsprechend bei den lokalen Wikipedias liegt. Und die Deutschen waren halt eben zuerst die Entscheidung zu treffen, ja, wir wollen das generell für jeden Leser mit anbieten. Und ich habe dann mal, weil es ja bestimmte Bedienelemente in dem User-Interface gibt, die übersetzt werden und das läuft über das Translate-Wiki, kann man halt eben gut nachvollziehen, wo sich schon mal ein Nutzer rangesetzt hat und diese fünf Begriffe in welche Sprache auch immer übersetzt hat. Komischerweise war da Telugu eine der ersten Sprachen, die übersetzt wurden. Und dick markiert sind jetzt die Wikipedia-Versionen, wo ich nachvollziehen konnte, dass sie auch für einen normalen Leser mit aktiviert wurden. Und da sind schon ein paar größere Wikipedias dabei, wie die französische oder die russische. Sowas wie die englische fehlt uns leider noch. Also da könnte man dann doch einiges noch an Bekanntheitsgrad und sowas einfach mit dazu gewinnen. Ja. Kurz mal zum Traffic. Auf der linken Seite ist das, was wir so rausschieben, so in der Spitze vielleicht 120 Teils. Und verglichen mit dem, was bei osm.org läuft, da ist man locker bei 1200 Teils und das auch wesentlich gleichmäßiger. Also ungefähr bei 10%. Das ist soweit erstmal nicht ganz schlecht. Ja. Und jetzt noch mal ein Thema, wie es so in der Zukunft weitergehen soll und wie auch dann. Ja, man will sich ja jetzt noch irgendwie entwickeln. Die Karte gibt es erstmal. Also damit die Weiterentwicklung eilt jetzt erstmal nicht unbedingt, aber man will halt eben doch was machen. Und das ist ja eigentlich das, was man haben will. Wenn man jetzt einen Artikel hat, zum Beispiel über den Fluss Elbe, will man auch dem Leser einfach den Flussverlauf mit anzeigen. Und das ist mit einer Punktkoordinate einfach ein bisschen zu wenig, um das zu beschreiben. Und in OSM gibt es da durchaus solche Möglichkeiten, sowas abzufragen über den Namen und Key-Value-Paare und eine Bounding-Box. Aber der neuere Ansatz ist eigentlich, dass es ja auch in OSM die Möglichkeit gibt, Wikipedia-Text zu verteilen und an Objekte ranzuhängen. Und den Weg will man einfach auch mal ausprobieren und mal gehen, wie das funktioniert. Und ja. Und wie das aussehen könnte, dazu hatte ich dann mal eine Übersicht gemacht, oder was man machen müsste. Man müsste aus der OSM-Datenbank entsprechend, das ist rechts oben dargestellt, mal die Objekte mit Wikipedia-Tag raus extrahieren. Das ist ein bisschen das Problem, es gibt drei verschiedene Tabellen, Punkte, Linien, Flächen. Man kann auch auf eine andere Tabelle, anderes Datenbankschema zugreifen, aber das hat man schon immer. Und es gibt halt eben auch drei verschiedene Arten, wie leider Wikipedia-Tags ausgezeichnet werden. Und das müsste man verkuppeln mit dem, was unten rechts dargestellt ist, mit dieser Datenbank der Wikipedia Interwiki-Links, wie also die Sprachversionen miteinander verkoppelt sind. Bekäme dann eine neue Datenbank, auf die man schnell zugreifen könnte, würde dort entsprechend mit Artikelname und Sprache reingehen. Und bekäme ein Vektorobjekt raus, was dem Nutzer das direkt auf der Karte anzeigen würde, um welches Objekt es sich handelt. Ja, und um das zu
verbessern, weil es gibt im Moment, glaube ich, 50.000 Verwendungen dieses Wikipedia-Tags. Und verglichen mit diesen 1,3 Millionen Koordinaten, die es gibt, sieht man also, dass da noch einiges fehlt im OSM-Datenbestand. Wurde halt eben ein Tool geschrieben. Und das basiert darauf entsprechend, dass es beide Projekte miteinander verbindet. Und da hat man jetzt, ich hoffe, man kann es erkennen, auf der linken Seite die Wikipedia und auf der rechten Seite OpenStreetMap. Man trägt das praktisch in das Formular ein, mit welcher Sprache man arbeiten will. Man geht dann, also in dem Fall Englisch, man geht eine bestimmte Kategorie durch. Das sind dann meinetwegen die Straßen in London oder sonst was. Also das kann man sich frei auswählen. Sagt, wie tief man in dieser Kategorie runtergehen will. Und auf der rechten Seite hat man die Möglichkeit, entsprechend eine Bounding Box zu definieren für OpenStreetMap. Und sagt dann Key-Value-Paare, die man entsprechend sucht und sagt noch, in welchem Typ man das Ganze suchen will. Also in dem Fall wären das Linien und Flächen. Man könnte auch reinweg Punkte aussuchen, macht aber bei Straßen entsprechend keinen Sinn. Bei Städtenamen oder sowas wäre das durchaus sinnvoller, da eher auf Punkte zurückzugreifen. Dann tut das Tool das, dass es entsprechend CAT-Scan aufruft und entsprechend die Wikipedia-Artikel rauszieht. Es zieht raus, das ist die mittlere Spalte in der Tabelle, wie viel Interwiki-Links das gibt, also in wie vielen Sprachen es Artikel dazu gibt. Und rechts hat man dann einen weiteren Link, der einem entsprechend die Verbindung herstellt von der Wikipedia zu OSM. Da muss man einmal draufklicken, dann wird die Verbindung hergestellt. Das dauert einen Moment, es wird aus der Datenbank herausgesucht, um welche OpenStreetMap-IDs es sich handeln würde. Und dann kommt der nächste Schritt, wenn das soweit okay ist. Man sieht zumindest erstmal die Größe von dem Objekt. Wenn das soweit okay ist, geht man noch einen Klick weiter. Und da passiert das, dass man Remote Control aufruft. Das ist also in JOSM mit eingebautes Plugin, jetzt auch fest eingebautes. Und das hat die Funktion, dass es quasi einen lokalen Server abfragt oder aufruft und darüber sich entsprechend JOSM steuern lässt. Ja, JOSM wurde dahingehend, oder beziehungsweise dieses Remote Control wurde dahingehend ein bisschen aufgebohrt um eine Kleinigkeit, nämlich um die Kleinigkeit, dass man Text einfach hinzufügen kann, die man per URL mitgibt. Und damit hat man dann zum Beispiel die Möglichkeit, entsprechend den deutschen Wikipedia-Tag und mit seinem Value-Paar hinzuzufügen und noch als Zusatzleistung, weil es das in der Wikipedia sowieso gibt, entsprechend auch die Übersetzung. Also in dem Fall gibt es in der chinesischen Wikipedia einen Artikel zur Prager Straße und der wird dann halt eben als Name-Tag auch gleich mit angeboten. Ja, und wenn man das ausführt in JOSM, hat man halt eben den Vorteil, dass automatisiert, das sieht man hier rot, das entsprechende Objekt selektiert wird und der Nutzer aber einfach nochmal die Möglichkeit hat, das zu überprüfen, damit kein Mist passiert. Und er hat auch die Möglichkeit zu sagen, na, mit dem Chinesischen kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, ich mache mal das Häkchen wieder weg und dann wird das nicht hinzugefügt. Aber wenn der Nutzer sagt, okay, das gefällt mir so, füge das hinzu, dann wird das halt eben hinzugefügt und beim Hochladen entsprechend der Edit ausgeführt. Und so hoffen wir mal entsprechend, dass wir die Anzahl der Wikipedia-Tags in die Höhe treiben können, sodass das dann auch irgendwann mal mit der Karte sinnvoll funktionieren wird. Und wir hoffen auch, also, dass das Tool so allgemein geschrieben ist, dass man es einfach auch für andere Anwendungen nutzen kann. Also so eine Anwendung wie, gebe mir alle Restaurants, bei denen noch keine Öffnungszeit dazusteht oder sowas, in einem bestimmten Bereich, dass man es für eine reine OSM-Anwendung halt eben auch benutzen kann, ist halt eben auch mit angedacht und auch umgesetzt. Ja, und der Nutzer bestätigt das und dann ist es das eigentlich. Gut, damit wäre ich eigentlich auch zu Ende mit meinem Vortrag. Also beide Projekte können gewinnen, dadurch, dass die Wikipedia doch noch in vielen Bereichen einen höheren Bekanntheitsgrad hat als OSM und auch zum Teil eine längere Erfahrung mit bestimmten Problemstellungen, kann das halt eben durchaus von Vorteil sein.
Es gibt bestimmte Aspekte, an denen die Wikipedia besonderes Interesse hat. Das wäre so dieser Geschichtsbereich, wobei der schwer umzusetzen ist mit OSM. Es gibt sowas wie die verschiedenen Sprachen, die ich gesagt hatte, und generell so dieser Bereich, die Karten weniger jetzt zur Navigation zu benutzen, sondern mehr zum Wissensvermittlung einfach. Ja, und die Wikipedia profitiert eindeutig auch davon. Man kriegt die ganzen Daten, die Karten und den ganzen Software-Stack, das ist schon eine ganze Menge. Ja, und damit wäre ich eigentlich mit meinem Vortrag zu Ende. Würde mich auf Fragen freuen. Okay. Achso, hier noch Dank an alle, die mitgemacht haben, auf jeden Fall. Waren viele mit beteiligt. Und hier entsprechend nochmal die Links, also einmal Hilfe OpenStreetMap in der deutschen Wikipedia, um zu dieser Karte nochmal nähere Infos zu bekommen, welche Optionen es da gibt. Und unten das neu entwickelte Tool mit einer sehr schönen OS. Also es ist halt eben JOSM Plugins Remote Control Add Tags. Ja, okay. Okay, vielen Dank für den tollen Vortrag. Fragen? OpenStreetMap hat Leuchtfeuer weltweit und in Wikipedia gibt es Leuchtfeuerartikel mit wunderschönen Bildern. Das könnte man von mir aus gern zusammenschmeißen. Durchaus, ja. Also wir hatten darüber ja auch mal gesprochen, wie viele Artikel es entsprechend zu den Leuchtfeuern schon gibt. Das ist durchaus auch eine lohnende Anzahl. Und da einfach die Verbindung zu schaffen, für was auch immer man das später dann mal nutzen wird. Soweit. Ja. Und eine Frage dazu. Bei OpenStreetMap ging neulich über die Mailingliste, dass Wikipedia eine andere Lizenz hat als OpenStreetMap. Da ging es so um diese Kernkraftwerke, ob da einzelne Koordinaten, es können ja nicht mehr als 17 Koordinaten in Deutschland gewesen sein, übernommen werden könnten. Da ist so durchaus der Umgang mit der Lizenz und ob da überhaupt hinter so wenigen Koordinaten eine Schöpfungshöhe steht, entsprechend in der Wikipedia eine andere, ist aber auch durchaus fundiert. Also wir sagen einfach, da fehlt die Schöpfungshöhe und diese Koordinaten sind gemeinfrei in dem Umfang. Und das ist auch durchaus mit Kartografen, die sich mit rechtlichen Themen auskennen, auch mal so besprochen worden. Wir wissen aber auch, dass es Gründe gibt, warum OpenStreetMap das lizenztechnisch anders sieht und dass wir das natürlich auch akzeptieren. Ja, letztendlich muss das OSM entscheiden, ob man die Wikipedia als Datenquelle nutzen kann. Was ich auf jeden Fall, denke ich mal, umsetzen werde, dass es einen entsprechenden schnellen Link geben wird von der Wikipedia auch zu JOSM Richtung über dieses Remote Control, was es einfach gibt, dass man relativ schnell dann an den Punkt schon mal kommt, der von der Wikipedia vorgegeben ist. Dann hat man immer noch die legalen Bing-Karten im Hintergrund, kann das nochmal genauer anpassen und setzt dann da halt eben seine Fläche oder seinen Punkt für das Atomkraftwerk, wenn man das so will. Ja, danke, das ist ein guter Plan. Ich hätte eine Anmerkung zu der Verknüpfung Wikipedia und Karte. Ja. Ja. Warum muss das immer auf Basis des Wikipedia-Tags erfolgen? Ich denke zum Beispiel daran, wenn es darum geht, irgendwelche administrativen Gebiete, irgendeine Gemeinde, irgendein Bundesland, irgendeine Stadt und ich will von der Stadt die Karte. Dann muss ich doch in der Karte nur die administrative Grenze mit diesem Namen suchen oder mit dieser Gemeindenummer oder genau dasselbe, wenn ich einen Fluss suche, muss ich in OSM die Flussrelation mit diesem Namen möglicherweise suchen. Ja? Also möglicherweise ist das ein Ansatz,
zu überlegen, ob man nicht basierend auf dem Typ, nach dem man sucht, ich mein, auch die, anders hinfindet. Den vorgeschlagenen Weg, den habe ich durchaus 2 Jahre verfolgt, soweit. Da gab es diese Projekte Query to Map und das läuft halt eben darauf hinaus, dass man bestimmten Namen sucht und bestimmte Key-Value-Paare und Bounding. Das Problem kommt aus der Wikipedia raus, dass man einfach da verschiedene Sprachversionen wieder hat, wo man in jeden Artikel das neu reinkopieren müsste. Und da ist es einfach OpenStreetMap die günstigere Datenbankanwendung, als das in der Wikipedia editieren zu wollen und abfragen zu wollen. Und dann kommt noch dazu, dass wenn man so eine Abfrage entwerfen will, darf die nicht zu komplex sein dürfen. Also es muss auch sicher sein, dass sie irgendwann ein lösbares und ein performant auch ein Ergebnis liefert. Und das ist halt eben bei so einer Abfrage schwierig möglich. Und andererseits soll sie flexibel genug sein. Und damit kommt man dann in so einen Konflikt rein, den man eigentlich nicht haben will. Während wenn man diesen Wikipedia-Tag verwendet, hat man zwar noch genügend Probleme durch die Sprachversion und sowas, aber es erscheint lösbar und auch performant lösbar. Jo. Wir hatten jetzt gerade schon Seezeichen, die man verknüpfen kann. Wir haben ganz viele Verrückte in der OpenStreetMap-Community, die neue Sachen suchen, die man verknüpfen kann. Zum Beispiel Autobahnen, sind alle Autobahnen in der Wikipedia drin, können wir mit OpenStreetMap verknüpfen. Schienen, Bahnhöfe, es gibt so viel Material, also zu tun ist genug. Und jeder findet in seinem, den Dingen, die er gerne macht, seien es jetzt eben Autobahnen in der Wikipedia pflegen oder so, eine Möglichkeit, eine Verknüpfung herzustellen. Und das wäre echt cool, wenn man das einfach mal im großen Stil machen könnte, weil da haben wir Material und da kann man auch einfach mal gucken, wie denn die Anwendungen sind. Das geht im Moment sehr schwer, weil nur sehr wenige Daten vorhanden sind. Ja, und das Tool, so wie es im Moment ist, setzt einfach leider ein bisschen voraus, dass der Nutzer sich in beiden Projekten etwas auskennt. Also ungefähr weiß, was in der Wikipedia eine Kategorie bedeutet und was darin enthalten sein könnte und wie das Ganze mit OpenStreetMap zusammenpasst. Da das ein bisschen schwierig ist, als einzigste Lösungsmöglichkeit würde ich anbieten, wenn das Tool bei irgendjemandem nicht funktioniert oder sowas, einfach dort mit auf der Seite, auf der Diskussionsseite melden und wir reparieren die URL so lange, gucken mal, bis es funktioniert. Ja. Also es ist einfach sehr flexibel, wenn man da jetzt die Kategorie ändert, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Aber in vielen Fällen sollte es ganz gut funktionieren. Ja. Das okay. Du hattest eine Folie gezeigt, wo die Wikipedia-Links auf der Google-Karte visualisiert waren. Wie komme ich da dran? Wie kann ich das einbinden? Weil ich glaube, das Problem ist weniger von Wikipedia nach USM, sondern von USM nach Wikipedia. Und wenn ich mir das einbinden kann in meine Bearbeitung, dann kann ich die Objekte in dem Bereich, wo ich tätig bin, mir angucken, kann sagen, oh ja, da kann ich einen Wikipedia-Link noch einbauen. Wie komme ich da dran? Wie kann man das in JOSM oder so einbauen? Also exakt diese Karte, die ich jetzt hier zeige, habe ich nur der Vollständigkeit wirklich angezeigt, wer sozusagen unsere Nachnutzer sind. Und auch vielleicht mal, um darauf hinzuweisen, dass die uns dann nicht unbedingt verklagen werden oder sowas, weil wir, ja, es ist öffentlich, dass wir die Koordinaten aus Google Maps, Google Earth entsprechend abgezeichnet haben, gerade in Anfangszeiten, als GPS-Geräte noch nicht so verbreitet waren. Es geht mir mehr darum, ich habe ein Objekt, ich habe eine Kirche, wenn ich mich da in Wikipedia nicht verkünstle, dann weiß ich nicht, dass es zu dieser Kirche einen Artikel gibt. Ja. Der Punkt ist in Wikipedia vorhanden, der Punkt ist in OSM vorhanden. Nur ich als Mapper muss wissen, da gibt es einen Wikipedia-Artikel und wenn ich da, so wie es in der Google-Anwendung ist, mir praktisch einen Wikipedia-Layer in JOSM einbinden könnte, dann würde mir das sehr helfen, da die Manpower einzubringen, um die Sachen zusammen zu bekommen. Das wäre so das, was ich mir aus Mapper-Sicht wünschen würde. Also wir haben ja auch unseren eigenen Overlay, den wir meinetwegen über Google sonst was drüberlegen, aber den wir entsprechend auch hier benutzen, auf OpenLayers-Basis entsprechend drüberlegen. Und der generiert einfach nur eine KML. Ich weiß nur nicht, wie man diese Funktionalität entsprechend in JOSM jetzt reinkriegen würde, um sowas anbieten zu können. Und dazu kommt halt eben noch, dass das nur bedingt gewünscht ist. Soweit.
einfach weil dann das Abzeichnen zu einfach wird. Und deswegen denke ich mal, wird es das jetzt erstmal nicht so schnell geben. Jo. Okay, dann nochmal herzlichen Dank für diesen interessanten Vortrag.